Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen bei Tagesschau 24. Wir unterbrechen die Tagesschau, um live zu schalten zu Joe Biden. Der US-Präsident äußert sich zum Kollaps der Silicon Valley Bank und wir hören jetzt in sein Statement rein. Können Sie abziehen, wenn Sie daran kommen müssen? Die Unternehmen können ihre Arbeitnehmer zahlen und alle können jetzt leichter atmen und aufatmen. Gerade dieser Kollaps bei der Bank war ja Gegenstand der Diskussion. Man fürchtete weitere Folgen für die Wirtschaft. Mein Team hat auf meine Weisung hin gehandelt. Und am Freitag wurde Silicon Valley Bank unter staatliche Kontrolle gestellt und über das Wochenende wurde die Signature Bank entsprechend geschlossen. Meine Regierung hat sofort gehandelt. Alle Kunden, die Einlagen bei diesen Banken halten, können sicher sein, dass sie ab heute Zugang zu ihren Mitteln haben. Das sind kleine und mittelständische Unternehmen, die Lohnsummen zahlen müssen, die eben auch ihr Geschäft finanzieren werden. Und keiner der Verluste wird von den Steuerzahlern bezahlt. Ich wiederhole es nochmal. Die Steuerzahler zahlen den Verlust nicht, sondern die Entschädigungen stammen aus dem Einlagensicherungsfonds. Und unsere Regulierungsbehörden haben sofort gehandelt und insofern können alle zuversichtlich sein, dass sie an ihr Geld herankommen, wenn sie es brauchen. Die Verantwortlichen in der Bank werden entlassen und drittens werden Investoren bei der Bank nicht geschützt werden. Sie sind bewusst ein Risiko eingegangen und wenn das Risiko eben eintritt, dann verlieren die Investoren ihr Geld. Wir müssen aber jetzt erstmal eruieren, was genau passiert ist, wie die Bank in diese Lage kommen konnte. Und niemand steht über dem Gesetz. Und wir müssen natürlich das Risiko mindern, dass sich sowas wiederholt. Während der Regierung Obama-Biden haben wir ja strikte Auflagen für Banken verabschiedet. Für Banken wie zum Beispiel Silicon Valley Bank und Signature Bank. Und wir hatten das Dodd-Frank-Gesetz, das verhindern sollte, dass eine Krise wie 2008 nicht nochmal eintritt. Die vorherige Regierung hat leider da einige Lockerungen vorgesehen und ich fordere die Regulierer und Aufsichtsbehörden auf, strengere Regeln zu erlassen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Aber die Amerikaner können sicher sein, dass unser Bankensystem sicher ist, dass ihre Einlagen sicher sind. Und wir werden hiermit nicht aufhören. Wir werden alles tun, was notwendig ist. Ich denke, man muss das auch in einen größeren Gesamtzusammenhang stellen. In den letzten zwei Jahren haben wir erhebliche Fortschritte gemacht. Wir haben mehr als 12 Millionen Arbeitsplätze geschaffen, mehr als ein Präsident je zuvor in seiner ersten Amtszeit geschaffen hat. Die Bürokratie wurde reduziert und es gibt Rekordzahlen von Existenzgründern. Mehr als 10 Millionen Anträge auf Existenzgründung in den letzten zwei Jahren. Und das muss weitergeführt werden. Und meine Regierung hat immer schnell gehandelt in den letzten zwei Jahren. Wir schützen die Einleger, wir schützen das Bankensystem und die wirtschaftlichen Errungenschaften, die wir für das amerikanische Volk geleistet haben. Vielen Dank, Gott schütze Sie und wir sehen uns dann in Kalifornien wieder. Soweit das Statement von US-Präsident Biden zum Kollaps der Silicon Valley Bank. Und die Stellungnahme hat auch Aline Braun im Tagesschau Newsroom verfolgt. Was war denn für dich, Aline, vor allem bemerkenswert an dem Statement von US-Präsident Biden? Es war kurz, das Statement, und im Fokus von dem Statement von US-Präsident Biden stand auf jeden Fall, das hat man gemerkt, dass er die Anleger auch beruhigen möchte und ihnen versichert hat, alle Unternehmen und Anleger, die jetzt an ihr Geld wollen, die kommen auch an ihr Geld. Am Freitag wurde die Silicon Valley Bank ja unter staatliche Kontrolle gestellt und die Signature Bank, auch eine Bank, die in die Pleite gerutscht ist in New York, die wird nun abgewickelt. Und da hat Präsident Biden eben noch mal gesagt,
Die Anleger kommen an ihr Geld, die Verantwortlichen sollen jetzt entlassen werden. Und jetzt müsste man erst mal schauen, wie die Bank in so eine Schieflage geraten konnte. Eine Sache fand ich jetzt noch bemerkenswert. Die Investoren, die in die Bank oder Banken, muss man ja sagen, investiert haben, die fallen nicht unter diesen, nenne ich es mal salopp, Schutzschirm, den Joe Biden dort ausgesprochen hat. Wie bewertest du das? Hat man dazugelernt, vielleicht auch seit der Finanzkrise von 2008? Also es war ja schon im Vorfeld solche Stimmen zu hören, dass man in dem Fall keinen Rettungsschirm spannen würde. Und Biden hat eben auch noch mal gesagt, ja, für Investoren, da war das Risiko bekannt. Und wer in Risikogeschäfte sozusagen verwickelt ist, der muss dann auch mit dem Verlust rechnen. Also anders als die Anleger sollen die Investoren und Investorinnen dort nicht geschützt werden. Das stimmt, das hat er so eben gesagt. Soweit Aline Braun aus der Tagesschau-Redaktion. Vielen Dank für deine Einschätzung.